So Leute, herzlich willkommen hier bei meinem Special Video. So, ich wollte mich sozusagen bedanken. Mein Kanal ist am 5.5. ein Jahr geworden. Yeah! So Leute, ich wollte ja mich bedanken, dass ihr mich angeschaut und so weiter. Und ich bedanke mich bei meinen persönlichen guten, sagen Freunden. Essen, das wird mein Freund, das wird der Max, der Paddy, der Marvin, scheiße, ja, Marvin, Schoko, Michi. Bei dem Freund wirklich bedanke, dass die in meinem Video mitgemacht haben. Videos. Meistens war bei LOL, genau. Und zweitens, bevor ich mein YouTube angefangen habe, ich habe mir zwei Ziele aufgenommen. Erstens haben wir so vorgenommen, okay, wenn ich werde ein Jahr alt, ich will versuchen, wie das mit der Law auf. Sieht nicht so gut aus wie bei anderen YouTubern, das ein Jahr sind, haben wir so 12.000 Abonnenten. Ich habe so, in dieser Zeit habe ich 84 Abonnenten. Leider ist so, ich glaube, wegen meiner Sprache und meinem Humor, weil ich mehr zockig, als ich rede, weil ich bin kein Mensch, der sehr viel redet. Aber nachdem, wenn ich habe angefangen zu Let's Playen, ich habe kaum geredet, immer geredet und so weiter, war so anstrengend, aber Zeit nach der Zeit, so Übungssache, geht mir immer besser mit den Let's Playen, merke ich, ich kommentiere besser langsam. Nicht so wie die großen, wie Gronkh oder Dena oder andere Let's Player. Ja, ich will mich bilden, weiter, aber was habe ich mir an mein Ziel erreicht? Wollte bis Ende dieses, okay, sagen, ja, bis mein YouTube-Kanal hat ein Jahr, wollte 160 Video produzieren. Check! Gemacht! Ich sollte so machen. So. Das wird für euch besser, glaube ich. Der zweite, welche war, ich wollte in ein Jahr, wenn ich schaffe, Abonnenten, weil ich habe gedacht, am Anfang sehr schwer, ich nehme kein 3000, wollte ich nicht nur 3000 Aufrufe. Und ich habe trotzdem das geschafft. Ich habe, glaube ich, 4500. Also habe ich mehr erreicht, als ich habe erwartet. Das freut mich. Und ja. Und dadurch muss ich ein paar Leute mich bedanken. Das waren meine Freunde, welche ich genannt habe. Und da sind die paar Let's Player, welche ich will ihn nennen, die Mikey LP. Danke dir, dass du hast. Immer wieder machst du mit mir Videos. Zweitens, weil ich habe mir aufgesehen, weil ich konnte nicht. Zweitens ist der No Name Man. Der hat ein Video mit League of Legends aufgenommen. Danke, dass du hast mit mir Let's Plays gemacht. Ich hoffe, melde ich dir bei dir, weil ich langsam glaube, ich werde mit dir was unternehmen. So, und der letzte wird Lachmalaschin. So, er hat mich so hoch gepusht, so sage ich. Weil ich habe einmal ihm geschrieben, ich habe glaube Monat gewartet oder zwei, ich weiß nicht wie lange das war. Aber ich habe und er mir gefragt hat, wie viele Abonnenten würde ich gerne haben pro Tag. Ich weiß, so ein Abonnenten pro Tag würde okay, aber das wird schon krass. Aber und dann wenn er mit ihm geredet,
Fertig. In diesem Abend bis morgen, ich hatte 120 Abonnenten. Alter, what the fuck? Wieso so auf einmal von 25 auf 120? Alter, what the fuck? Wieso so viele? Und dann ist gesunken auf 50. Ja, auf 50. Und dann ist tatsächlich aufgebaut auf 84. Das muss ich dir wirklich bedanken, das hast du ein bisschen mich höher angepusht, sage ich so, mit Abonnenten. Und wieso, sage ich euch, wieso wollte ich diese YouTube einfach wollte ausprobieren, ob wir das laufen. Eigentlich einfach, weil ich gerne Geld, 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 aber endlich habe ich Geld, aber langsam, irgendwann, manchmal macht mir Zocken Spaß. Mir überlegt, aber Geld, was bringt mir das überhaupt, wenn er mich Geld und dann sie Video, also das Scheiß, niemand schaut mir an. Dann habe ich langsam irgendwie gemerkt, da mache ich immer weiter. Weil normalerweise, wenn irgendwas hasse ich, egal ob es bringt mir Geld oder nicht, ich gebe es ja auf. So wie mein Kollegen, so wie, sage ich so, Marvin, der wollte auch Leute. Ja, manche hat den gesehen, aber ich bin nicht sicher. Der hat aufgenommen, paar Videos, Monate Pause und noch ein Monat Pause, 3 Monate Pause, 3 Monate und hat kein Video ausgenommen. Er hatte echt keinen Bock, meiner Sicht nach. Aber ich ziehe meine Sache durch, mach mich Spaß. Auch mir egal, ob das ist scheiße oder nicht. Aber daran, ich will nur Spaß haben. Ich will ein bisschen unterhalten. Oder manche. Manche verstehen meinen Spaß nicht. Oder wie ich laber. Genieß einfach mein Video. Will ich. Nicht wegen Geld. Mein Geldgeier. Aber schau. Gronkh habe ich. Diese. In Facebook habe ich gesehen. Hat 1000 Euro gespendet. Wenn er wird Geld geil, dann wird er kein einziges Geld spenden. Kein einziges. Und er hat seinen Respekt noch. Ehre, sag ich so. Weil die denken, er ist ein Geil. Geldgeil. Stimmt nicht. Wenn wir Geldgeil, wird es schlechte Videos und Pipapo. Und werde niemand die mögen, die machen hier Spaß. Die. Okay, ich werde nicht labern, ich wollte nur. Ja. Und ja, was habe ich in dieses Jahr erreicht? Ich habe Videos gemacht, das war ha. So Leute, ich werde euch sagen, was habe ich Ihnen für nächstes Jahr vor. Meine Ziele sind. Das ersten ein bisschen mehr Aufrufe, das würde ich bin ungefähr für nächstes Jahr 70.000 schaffen. Ich ja und der mit Videos bleibt so wie ist, nur ein bisschen mehr Aufrufe. Und dadurch will ich am August neue Let's Play anfangen. Die kommen neue Spiele raus. Oh ja. Wie IMFM, vielleicht wird dir das gefallen. Und dieser Let's Play vermutlich wird sehr lang. Aber das bleibt noch geheim, da muss ich bis August warten. So, und was ist in dieses Jahr passiert? Welche Projekte habe ich auch gemacht? Das sage ich euch jetzt. So Leute, das war erste, habe ich Dead Space 3 aufgenommen mit Max. Dann habe ich angefangen mit meinem Sax Movie, aber das war nicht so, war für mich zu stressig. Arbeit, Schule und Let's Play und noch das war ein bisschen zu viel. Das haben wir gesagt, lasse ich das lieber. Habe ich extra Video gemacht, Kanalvideo, Kanal gemacht. Aber da läuft auch nicht so gut besser. Also glaube ich, ob zu, wenn habe ich Bock wirklich, da mache ich schon.
Die nächste haben wir die LOL angefangen, League of Legends. Und der dauert immer bis heute. Und der Witch Dogs, kann ich immer noch nicht aussprechen, richtig? Der habe ich 3 Folgen gemacht und dann habe ich aufgehört, weil sie habe ich gewaltig gelackt und dann habe ich aufgehört. Am Anfang hat überhaupt nicht gelackt, aber danach immer schlimmer war. Wegen Update und so weiter wahrscheinlich. Dann war Mass Effect 3, habe ich angefangen, aber habe ich gerade Pause wegen Dragon Age gemacht. Und vor Monat habe ich auf beendet. Auch wenn habe ich alles zerstört. Ich bin ganz böse. So, jetzt haben wir Call of Duty, habe ich auch angefangen, dauert auch bis heute. Dann war Borderlands 2, will ich irgendwann beenden. Habe ich angefangen, habe ich Pause gemacht und beenden, weil ich wollte mit dem Max weitermachen, aber irgendwie er will nicht, weil er hat sein Account sozusagen gecheatet, also es hat zu viel cheaten Sachen gemacht. Und dadurch wird er gecheatet. So, und dann habe ich Minecraft. Bis heute, dann Pause, dann mache ich jede Woche 2 Folgen. Irgendwie macht mir Spaß schon, kann ich mehr erzählen. Dann Dynasty Warriors 8 habe ich. Das hat irgendwie langweilige war Let's Play. Ich habe gedacht, wäre viel besser. Aber gute Erfahrung hatte ich, weil ich bemerkt, ich kann nicht jede Let's Play haben, machen und so weiter. Also ich kann, muss irgendwas immer ausdenken, was kann ich überhaupt euch unterhalten und so weiter. Mach ja den Grafik über irgendwelche an. Und danach habe ich noch den Livestream versucht, hat auf Google, auf YouTube, Entschuldigung. Ja, Google Plus, das war nicht so gut geklappt. Aber habe mich auf Twitch angemeldet. Ah, wahrscheinlich mache ich weiter. Öfter, sage ich so. Dann habe ich noch Alice habe ich angefangen, habe ich beendet. Tschüss, aber war geiles Spiel, muss ich sagen. Dragon Age Pause schon wieder wegen Lachs und das hat nicht so gut geklappt. Im Moment habe ich so andere Gebiete gegangen, das ist so stehen geblieben. Könnte ich der Charakter mit Kamera aufs Herum gehen und schauen, wie er sieht wirklich aus. Das sollte nicht passieren, lieber. Dann Devil May Cry. Beendet. Finde ich geil, aber mein Kollege, wenn hab ich gesehen, haben mir gesagt, jeder glaube zweites. Das habe ich verflucht. Du Scheiß. Du fucking Monster oder sowas nenn ich jetzt. Spezialvideo, das sind die welche mit anderen YouTubern. Und die werde ich immer weitermachen, wenn mache ich mit anderen YouTubern. Oder werde ich immer mit Mikey LP. Mit ihm mache ich immer weiter, ja. Vorfahren wir. Aber 3 auch mit Mikey. Meistens mit Mikey LP und dann ist nach der Zeit der Yugi dazu gekommen. Vor kurzem. Ja, finde ich auch gut. Oh, ja, und was noch? Worms habe ich auch mit Mikey angefangen. Und Yugi. Dann ist X-Blade habe ich vor kurzem angefangen. Ja, und da bis heute, das kommen. Ja, Montag kommt die Video. Und hier auf der Suche habe ich eine Folge hochgeladen. Aber die kommen mehr. So, das was würde ich sagen von meinem Special Video. Und ja, nicht wundern, wenn ich werde manchmal nicht Video, weil ich konnte nicht schaffen wegen Arbeit oder irgendwas. Die YouTuber, welche habe ich sie genannt, werde ich unten in den Videobeschreibungen verlinken. Könnt ihr ihr Kanal abchecken. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.